Das ist übrigens das Zeichen dafür, ne? Rot heißt noch nicht entdeckt, grün ist bereits entdeckt. Ja. Uah! Bist du bescheuert oder was? Hallo? Ja. Oh, markant. Ja, egal. Das war der... das abgestürzte Schiff. Da wollte ich sowieso nachher hin, aber erstmal... Wärmeschutz stabilisiert sich. Wenn du das sagst, wo ist mein Schiff? Ich kriege hier langsam echt Angst. Schiff? Ach, hier unten. Wie viele fehlen denn jetzt hier noch? Eine einzige fehlt noch. Okay. Gut zu wissen. So, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hoch. Ich will nämlich mal... Oh. Na, sowas. Kurzfassung. Wir müssen unbedingt Plutonium organisieren. Die Warpzelle, siehst du, und wir brauchen unbedingt... ich muss nochmal auf den Markt gucken gleich. Ob wir nicht irgendwo... Hui! Ob wir nicht irgendwo noch so ein schwarzes... Ich komme gerade nicht drauf. So negativ. Oh. Für den Warp-Antrieb brauchen wir doch noch so ein. Lebenserhaltungssystem, Energie niedrig. Ich komme nicht drauf. Ich komme gerade echt nicht drauf. Plutonium. Hier ist. Was ist denn hier los? Macht sich gerade mein Handy selbstständig. Vor allem das Emerald und so ein Scheiß kann ich mal verkaufen. Obwohl, das waren ja miese Preise, ne? Und das steht ich. Habe ich also doch schon gespeichert, ja? Natürlich habe ich gespeichert. Ich bin cool, ich habe natürlich gespeichert. Wie soll es auch anders sein? So, kann hier mal jemand landen? Wir warten mal einen kurzen Moment. Alles klar. Hier! Das sieht doch schon mal interessant aus, das Schiff. Komm hier landen, hallo. Guck an, man kann meinen Planeten sogar sehen. Nicht dieser Planet, Sendeturm. Und genau das ist halt dieser Grund. Guck mal, diese Relikte, ne? Was dort hinten ist. Deswegen würde ich halt gerne nochmal zurück auf den anderen Planeten. Aber ich glaube, wie gesagt, das mache ich komplett... komplett autark. Ich war hier noch nicht speichern. Sonst wäre das Ding doch aufgeklappt, oder nicht? Landet hier jetzt bald mal jemand? Die Schiffe sehen interessant aus. Ich würde nicht Nein sagen. Geh mal kurz speichern.
Ja. Warte auf mir. Navigator Sasiugur. Gag. Oh, come on. Ernsthaft, der Pilot gackert aufgeregt und pickt auf sein Handelsverzeichnis. Er ist offensichtlich erfreut, dass er eine unerwartete Möglichkeit zum Kauf und Verkaufen von Waren erhalten hat. Er klickt mit seinem Schnabel und deutet auf sein Raumschiff. Wenn der Preis stimmt, würde er sogar sein Schiff verkaufen. 1,5 Millionen Units. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Alter, das ist ein Traum, ist das. Das ist ein Traum. Ich will das haben. Auch wenn es vielleicht kacke aussieht. Aber vielleicht können wir mir noch was Schickes verkaufen. Wobei mein Inventar wahrscheinlich komplett im Schiff ist. Ich hätte mal das Schiff aussondern sollen, ne? Zumindest die grünen. Komm mal her. Wartet mal. Wir holen mal das ganze grüne Zeug. Gold und... Wo hab ich denn geparkt, mein Schiff? Da hinten. Wieso packe ich denn das so weit weg? Stabilisiert sich. Wir holen mal das ganze Gold und das andere grüne Zeug. Das ist ja für nichts weiter zu verwenden. Außer halt zum Handel. Oh, er fliegt da hin. Wisst ihr was? Faulheit lässt grüßen. Bitte bleib stehen. Raumschiff. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nehme ich. Sag doch nicht sowas. Raumschiff. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Schiffe-Universum, okay. Du siehst ja süß aus. Süß. Hust. Schiffe und Freund, okay. Ich will das Schiff haben. Aber 1,5 Millionen Credits muss doch machbar sein. Achso, ich wollte mit dir handeln, Jung. Komm mal her. Was bietest du mir dann für Gold? Ich hoffe, du hast Höchstpreise. Hallo? Ja, ja, ja. Gegenstand. Emeril. 5 über Normalwert. Das klingt doch nach einem Plan, ne? nur. Verkaufe 30 für 6.000 Units. Ich habe nur 30 Gold gehabt? Leute, wir müssen echt das grüne Zeug überall schürfen gehen. Nickel ist mir jetzt ein bisschen zu wenig wert. Da gehen wir mal auf den freien Markt gucken. Was ist denn hier dieses Iridium? 27 ist ein bisschen sehr wenig. Eisen, Zink. Zink verkaufe ich nicht. Ich weiß nicht warum. 3500 pro Stück? Wartet mal. Und das braucht nur Iridium und Eisen, ne? Wartet mal. Ernsthaft jetzt? Plutonium und Eisen. Ich weiß nicht, woher ich das Plutonium gerade nehme. Aber hey. Der findet die toll, die Überbrückungschips. Also nimm. Ja, warum nicht? Das ist doch schnell gesammelt. 10 Eisen und 10. Jetzt will er wahrscheinlich die nicht mehr haben oder so. 10.500. Ist sogar noch unter Wert. Gut. Kurzfassung, wir müssen mal gucken, dass wir die Ausbauten machen am Schiff. Danke. Die wir machen wollen. Ich muss übrigens das Zeug mitnehmen. Was haben wir denn jetzt schon wieder geschafft? Entrepreneur? Was?
Klingt nach einem Steak. Ich habe es nicht so schnell lesen können. Ach, klingt nach einem Steak. Merkt man, dass ich Hunger habe? Oh mein Gott. So, auch drei. Oh Gott, sind die Preise mies. Aber was soll's? Nein. Nicht was soll's. So, wir gucken, ob wir so eine Gegenstand... Schwarze Matrix. Eisenplatin, Plutonium. 10 Kohlenstoff, Tamium. Die Preise sind unterirdisch aktuell auf dem Markt. Okay, schwarze Materie. Nee, dunkle Materie, ne? Oder so. Genau. Geschenk bitten, Heilung bitten. Okay. Nee, das brauchen wir nicht. Das ist egal. Das ist egal. So, wir fliegen jetzt mal zum abgestürzten Raumschiff. Wir nehmen vor, das Plutonium mit. Gucken, ob hier ein Auge in der Nähe ist. So, wartet mal ganz kurz. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja Multiwerkzeug. Reichweitenerhöhung von... Wir brauchen größere Inventarplätze. Wo kriegen wir die her? Ihr seid einfach nur lästig. Wo landen wir denn hier? Okay. Wir landen genau hier. Lebenserhaltungssystem Energie niedrig. Ach, das geht noch. Das geht. Eisenoxid? Wo ist es denn? Zehn Plätze hat er. Unter Hyperantrieb. Lade auf mit Warpzelle. Ist der jetzt besser als meins oder nicht? Vor der Zustimmung sollte man das Inventar räumen. Wir haben den Hyperantrieb. Das ist alles beschädigt. Das kriegen wir aber alles hin, denke ich mal. Macht es Sinn, das zu tauschen oder nicht? Genau genommen haben wir sogar weniger Platz dann. Phasenkühlmittel. Das können wir uns rein theoretisch auch einbauen. Der Hyperantrieb ist da unten. Aber hier sind schon so viele Upgrades installiert. Darauf will ich hinaus.
Wir nehmen, glaube ich, mal die wichtigsten Elemente mit. Es klingt total bescheuert, wir werden die wichtigsten Elemente mitnehmen. Tamium, Plutonium, die richtig... Platin... Ja, ist das hier? Das ist doch auch Tamium, ne? Warum ist das nicht gesteckt? Ach so, weil ich... Gut, das können wir ja wegfeuern. Also in dem Fall... Was steht denn da unten? Gegenstand übertragen. Wartet mal, wir holen mal das Schiff ein bisschen dichter. Wo habe ich es denn überhaupt geparkt schon wieder? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Da. Wir laden um. Wir laden um. Es sind viele Upgrades da drauf. Ich meine, die ich wahrscheinlich auch selber bauen könnte. Aber ich denke mal, jeder fliegt mit diesem Schiff. Warum nicht mal damit anfangen? Ein Platz mehr ist ein Platz mehr. Komm schon. Wow. Alter, dass der immer gleich so einen Schub kriegt, ne? Wir müssen mal eine kleine Runde drehen. Was ist das zum Teufel? Das ist bestimmt Iridium wieder. Ich finde es gerade nicht. Hä? Wartet mal. Bin ich jetzt bescheuert? Das gibt's doch nicht. Wo ist es denn jetzt? Ist das ein Zeichen, dass ich die Finger davon lassen soll? Das war nicht das, was ich gesucht habe. Wir nehmen es aber natürlich mit. Und dann gucken wir nochmal. Das ist ja jetzt doof. Flackernde Symbole erscheinen auf den Steinen, obwohl ich die Sprache nicht erkenne, kann ich die Geschichte dieses seltsamen Planeten der Gek, die einst hier gelebt haben, lesen. Niemand widersetzt sich dem faulen Gestank der Gek. Okay, die Erstgebildeten beherrschen alles, was sie überblicken. Wir sind die Herren der Sterne. Unsere Herrschaft soll ewig andauern. Die Vyken und Korvax erzittern und verzweifeln, wenn sie unseren Namen hören. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wer diese Gek sind. Druck. Ich werde bekloppt. Jetzt finde ich das Schiff nicht mehr wieder, oder was? Zum Thema. Haben wir? Haben wir nicht. Haben wir nur oben.